So, hallihallo Löchen, willkommen zurück zu Omni 2. Wir sind heute nochmal auf Rheinhausen. Und zwar fahren wir heute einmal die Schulbuslinie, also nicht einen Kurzläufer einer normalen Linie als Schulbus, sondern wir fahren wirklich eine Schulbuslinie. Die führt uns vom Domshof Rathaus über Hauptbahnhof Hauptpost an die Fachhochschule Pestalozzi-Schule bis zur Gesamtschule in Oberfeld. Und ich habe mir gedacht, Schulbus, nehmen wir vielleicht mal ein bisschen was Größeres, deswegen nehmen wir heute mal den 15 Meter MAN Stadtbus. Mit dem Morphy Soundpack Version 1, also die finale Version, soweit ich das gelesen habe, mit ZF, genau, und außen Schenkschiebetüren, so was ich mal gewünscht, und breiter Heckmatrix und alle möglichen, und passenden Repaint. Ist ein Highlight heute. So, starten wir gerade mal alles. Motor läuft, das ist so leise. Okay, sehr leise, na gut, was willst du machen? So, aber ist ein bisschen besser, gell? Machen wir mal so vielleicht. So, Vorratsdruck, der würde sich gleich aufpumpen. Wir stehen ja im Betriebshof, habe ich ganz vergessen zu sagen. Heißt, wir rücken erstmal ganz kurz zum Domshofrathaus aus und dann fahren wir ganz kurz die Linie. Das ist, wie gesagt, gar nicht allzu viel. Und dann geht es auch eigentlich gleich wieder zurück zum Betriebshof. Das sparen wir uns aber mal. Da das ein bisschen weiter ist. So, Hauptmenü, Fahrplan, genau. Depot-Rheinstraße 26, Ausfahrt ist um 29. Hab mir extra mal die Dienstunterlagen rausgelegt. Also Abfahrt wäre 29. So, Schüler stinken viel. Also, boah, hat er nicht gesagt. Deswegen machen wir hier mal die Dingenskirchen da, die Dinger da auf. Die Dachluken. So, Belüftung haben wir sowieso angemacht, soweit ich das gesehen habe. Ja, Belüftung haben wir an. Dann brauchen wir eigentlich nicht mehr allzu viel. Also alles mit durchzutreten. Mal ganz gucken, die Tür funktioniert. Genau, einwandfrei. Tolle Außenschwenkschiebetür. Sollte ich auch mal fahren, hat es mir jemand gewünscht. Und kann man auch mal machen, habe ich bisher noch nicht gezeigt. So. Heißt, wenn es einmal ausfahrt, sagt auch der Fahrplan gerade, 29 wäre genau. Bis dann vorne an der Pforte sind es eh 29. Von dem her halt gar kein Problem. So. Wie manchmal, warte mal, ich muss ganz kurz was austesten. Es ist ja ein NL313. Bedeutet, das sollten wir auf 310 stellen. So. Damit es auch alles realistisch ist und so, ne? Das muss ja alles. Steht doch, glaube ich, ein Readme soweit drin von dem Bus. Also von dem Soundpaket, dass man das einigermaßen so anpassen soll, wie das da realistisch steht. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ausfahrt wäre im Prinzip dann, denke ich, jetzt langsam. Schauen wir mal ganz kurz. 29, genau, dann passt das soweit alles. Wunderbar. Schranke auf. So, dann dürfen wir einmal hier links raus. Wir stehen im Betriebshof hier. Der steht auch noch dort, wo er früher mal gestanden hat. Hat sich nicht viel geändert. Depot Rheinstraße ist das ja. Da vorne ist die Rheinstraße. Deswegen hast du den auch Rheinhausen. Voll cool, gell? Gar nichts gedacht. So, deswegen rücken wir es erstmal hier links zur Innenstadt aus. Da, wo der Hauptbahnhof und der ganz andere Rest ist. Das ganze Fußgängergedöns da. So. Genau, das fahren wir hier heute, wie gesagt, mal mit ZF-Sound. Und genau, die Sicht wurde halt auch ein bisschen angepasst. Wie man sieht, der Spiegel links wird nicht mehr dauerhaft gerendert. Was nämlich auch für den einen oder anderen ein paar Performance-Vorteile hat. So. Also, wie gesagt, schildern sollten wir vielleicht auch noch, glaube ich. Also machen wir mal Liniekurs 80100 war, glaube ich, das, was wir machen müssten. Route 1. Genau, da steht da die Schule drauf. Jetzt müssen wir halt nur noch die Linie anders machen. Ich glaube, die Linie war dann 5 für das S. Ich weiß aber gar nicht mehr. 5 das S? S, genau, wunderbar. Linie 0000005 war S. Gut zu wissen. Ich habe das vorher mal ganz kurz ausprobiert, ob das irgendwie funktioniert oder nicht. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Also das ist, wie gesagt, der Bus von innen. Hört sich echt ganz cool an, muss ich sagen. Können wir mal ganz kurz vielleicht anhören vielleicht von dort. Und jetzt geht es aber ohne Fahrgäste, geht das alles noch ganz gut. Sehen wir auch ein bisschen nach vorne. Doch, hört sich echt ganz schön nieke an. So, und jetzt würde es da, glaube ich, rechts ein bisschen schneller zum Domshof gehen. Allerdings müssen wir halt losfahren. Und deswegen macht es Sinn, wenn wir hier gerade ausfahren. Und dann später einmal, also da kommen wir direkt richtig rum an der Haltestelle an. Müssen wir nicht noch irgendwo wenden oder so. Sondern wir können einmal direkt dann zur Starthaltestelle losfahren. Also sind wir dann direkt schon da. Ist voll praktisch dann und so, ne? Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Also 31 genau wäre Ankunft. Es parkt denn auf der Busspur. Also 31 wäre offiziell Ankunft. Das habe ich rausgeklickt. Ich bin Profi. So, 31 wäre Ankunft und 34 ist Abfahrt. Warum wir da 3 Minuten rumstehen sollten, aber das ist nun mal so
im Fahrplan vorgesehen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir das vielleicht irgendwie einhalten. Gut, das mit Ankunft jetzt nicht. Aber dass wir eben die Abfahrt vielleicht halbwegs einhalten. So, da kann ich mir dann drüben gerade mal wieder das davor holen, damit ich das auch sehe. Wunderbar. Das Fenster wollte ich ja ganz klein Tick weiter aufmachen, damit wir ein bisschen mehr hören von draußen. Ne? Ist ja, glaube ich, ganz... Ist ja ganz toll. So, Haltestellenbremse haben auch mal rein, wenn wir hier stehen. Und dann fahren wir auch wieder 15 Meter Bus. Ist ja schon wieder ein bisschen her. Und ich fahre den eigentlich soweit ganz gerne, weil wir auch relativ viel Platz dann halt eben haben. Doch, und auch echt schönes Repaint geworden. Habe ich neulich mal gefunden. So, dann schauen, dass wir auch die Ampelphase nicht verpaschen. Weil sonst wird das kritisch mit der Zeit. Ich kann mir das da vielleicht mal irgendwie... Fahrt. Fahrt wäre es eigentlich nur nach schräg links. Aber wenn Fahrt nach schräg links ist, dann... sollten wir auch hier rein abbiegen dürfen. So, hier wäre jetzt der Theaterplatz. Das heißt, wir kommen jetzt von der Seite aus. Und da vorne ist dann eigentlich gleich Domshof Rathaus. Jo, Tag, Kollege. Hätten erstmal Dienstfahrt oder sowas schildern können. Aber das wäre ja... Ja, professionell gewesen, das muss ja auch nicht sein. So. Und dann halten wir auch, glaube ich, gar nicht überall, bin mir aber auch nicht sicher. Wir fahren, glaube ich, relativ häufig durch. Genau, wir sind so ein Express-Schulbus. Ich werde mal, denke ich, aber auch alles sehen, je nachdem, wie denn so die. Wobei, wir halten trotzdem überall. Werden wir doch anhand der Ansagen alles sehen können. So, Domshof Rathaus hier, wäre es dann Ankunft. So, dann stellen wir uns gerade mal so dahin. Dann dürft ihr auch gerne alle hinten einsteigen. Guten Tag. Hallo. Verteilt euch ein bisschen. Hallo, guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Hallöchens, guten Tag. Hallo, guten Tag, hallo. Einmal Schüler bitte. Einmal Schüler bitte, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd von der Sicht her, ne? Muss ich mir die ein bisschen, machen wir mal so vielleicht standard ermäßigt. Wir dann 40, 2 und 1. Und dann haben wir, glaube ich, auch gleich Abfahrt. Genau, können wir nochmal ganz kurz hier auf unsere Innenanzeige gucken. Da haben wir diese, die ich echt ganz cool finde, die Innenanzeige verbaut. Genau, wir fahren über Magdeburger Ring, Reifenberg und so weiter und so fort. Plankenhof, Hauptbahnhof, Hauptposten, dann wieder über die Rheinstraße. Nach Oberfeldschule, so. Ah, cool, wir haben Türwarntöne, ist ja ein Highlight. So, wo geht's jetzt hin? Linie S. Heißt, wir müssten mal gucken. Also das ist, wie gesagt, hier unser Bus. Sieht eigentlich echt cool aus, so von da auch. Können wir vielleicht mal sogar ein Thumbnail aufnehmen? Doch, das kann man auch bestimmt, also wenn ich dran denke. So, wo müssen wir denn hin? S. Ach, es steht hier gar nicht dran, wir müssen uns selber orientieren. Das macht das Ganze ein bisschen komplizierter, als ich erwartet habe. Naja gut, kriegen wir aber hin. Ja, auf jeden Fall Hauptbahnhof, ne? Das ist ja, glaube ich, schon mal nicht falsch. Vom Domshof Rathaus, hier entlang. Da müsste es zum Plankenhof, dann Hauptbahnhof gehen und dann muss ich mich einfach mal orientieren versuchen. Und zum Beispiel gesehen, ist es wirklich die einzige Fahrt hier, die diese Linie hat. Die hat nur eine einzige Fahrt am Tag und deswegen, ja, ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir, ach, die automatische Weiterschaltung mal anmachen. So, zum einen das und zum anderen, da braucht man keine Hilfspfeile, das sollte man dann eigentlich halbwegs hinbekommen. So, Plankenhof. Nächste Haltestelle, Plankenhof. Genau. So, Türchen einmal auf, jetzt wollen wir hier aussteigen, ja, macht das halt. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ich mach mal den Türwarnton aus, den mag ich nicht. Machen wir mal Türwarnton aus. Und wir machen mal die Türöffner. So, braucht man nämlich nicht. Ihr steckt alle vorne, ihr seid alle Schüler, müsst alle Fahrkarte zeigen. So, jetzt hat er jemand gedrückt. Ah, der wollte sogar aussteigen. Okay. Gut. Müssen wir schon, dass wir gleich wieder vorwärts kommen, weil dann wird es ein bisschen spät, glaube ich. Und es ist ja recht wichtig, glaube ich, dass wir die Schüler halbwegs pünktlich zur Schule befördern. Ansonsten haben die, glaube ich, kriegen die Ärger, ne? Da kann man der Bus zu spät, da können wir nichts dafür. So, Hauptbahnhof, genau. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn. So, die Frage ist jetzt, wo wir hier halten. Ich mutmaße mal hier, weil hier fahren die Regionallinien nach Oberfeld lang. Und es war der andere Bussteig. Klar, natürlich. Warum denn auch nicht? Ja, wenn ihr rankommen wollt, dann kommt da ran. Wenn nicht, dann tut's mir halt leid. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, die S-Linie nach Oberfeld fährt heute ab Bussteig 2. Und ich wie gewohnt ab Bussteig da drüben. Tut mir ja leid.
Ich hoffe, der Fahrplan schaltet dann noch weiter. Ich bin der Profi, müsst ihr wissen. So, wo kam das Taxi her? Wird schon irgendwo hergekommen sein. Na ja, gut, jetzt schauen wir mal, ob das weiterschaltet. Wenn nicht, dann haben wir ein Problemchen. Da ist frei. Ach, Hauptpost, wunderbar. Hat er trotzdem verstanden, das finde ich gut. Nächste Haltestelle, Hauptpost. Genau, da fahren wir jetzt erstmal wie die Hauptpost und dann geht es dann wieder links über die Rheinstraße, den Linienweg der 25. Da können wir uns erstmal dran orientieren. Linienweg der 25 und dann ab dem Technoseum geht es dann eben in Richtung Oberfeld. Ja, genau, Hauptpost hätten wir einmal hier. So, guck mal, dass wir da irgendwie reinkommen. Aber passt ja auch zeitlich soweit ganz gut. So, wir würden vielleicht gerne hinten einsteigen. Jetzt heute in der Schullinie. Also hier zumindest. Wenn ich das sage, dann dürft ihr das. Genau, lauft doch mal nach hinten hier. Schön verteilen. Guten Morgen. Dann geht es ein bisschen schneller hier. Wir haben auch keine Zeit. Echt recht wichtig ist, die Leute vielleicht halbwegs pünktlich, dass sie dann da ankommen, wo sie hinwollen. Gelde? Also 54 wäre Ankunft in Oberfeld. Laut Fahrplan. Genau, der 25 folgend jetzt. Und dann sehen wir auch, wo wir überall halten, ob wir jetzt überall halten oder nicht. Aber ich glaube, wir halten überall. Damit wir auf den Überlaufstühle mitbekommen, glaube ich. Jetzt haben wir die erstmal grün. Ja, sollen sie haben. Sollen sie ruhig haben. So, genau. Haben wir jetzt eigentlich alles so... Ja, ist wunderschön warm. Angenehme Temperatur, bisschen Dachluken. Und euch geht's gut da hinten, gell? Euch paar Fahrgästen. Ich bin sogar fast noch einen Solobus reinbekommen, aber ich weiß... Was war denn das bitte für eine Ampelphase? Nächste Haltestelle, Rheinstraße, Betriebshof. Warte mal, gab's da nicht? Ich habe doch mal irgendwas gehört von wegen einer minimalen Kurzzeit für Grün. Gibt die irgendwie bei 10 Sekunden oder sowas. Ich mutmaße, dass das hier drunter war. Alter, finde, war das kurz. Also da, es war nicht immer eine 3-Auto-Ampel, es war ja eine 1,5-Auto-Ampel. Heftig. So, das ist der Betriebshof da wieder rechts. Rheinstraße, so. Möchte aber keiner mit. Dann heißt es für uns auch gleich mal weiter. Weil wegen... die Spawn wieder so komisch. Naja, gut. So, jetzt müsst ihr das verstanden, damit gleich weiterschalten. Was ist da vorne denn bitte los? Nächste Haltestelle zum Mondschloss. Ja, ist recht viel los. Ist auch Berufsverkehr. Ist immer ein wunderschöner Beruf. Ja, dann fahr halt rein, Taxi. Die drücken sich vielleicht auch noch hier rein, oder was? Tatsache. Ihr Dreckes, ey. Jetzt nimmt das Taxi da vorne wieder nach links. Weißt du, das sind mir ja die Liebsten. Sonst lasse ich den aber nicht rein, weil es ein Assi ist. So, ist mir jetzt komplett egal. Ich lasse mal da stehen. Dich lassen wir da stehen. Dich da auch. Was wechseln hier die ganze Zeit die Spur hier? Das ist ja auch nicht mehr lustig. Ach, oh, hier ist nur zum Rechts abbiegen. Na gut, ich verstehe. Ich möchte gerne auch mal rüber. Jetzt ist mir das auch aufgefallen. Aber das hätten wir ein bisschen früher ankündigen können. Wobei die Städte, die wissen das eigentlich, die hier wohnen. Und die Busfahrer nach der ersten Fahrt auch, wenn auch schmerzlich. So, ist hier Parkstreifenende. Parkstreifenende. Und nur zum Rechts abbiegen, was uns aber egal ist, weil da vorne ist ja hier, da und jo, Haltestelle. Jetzt dürfen die erstmal darüber laufen. Na gut. Wir haben ja Zeit. Weil die Fahrpläne ja generell recht eng hier sind auf der Karte, deswegen... Oh ja, ich denke ich mal, passt das. Also wir fahren jetzt halt noch über Neuenschloss. Genau, die Fachhochschule kommt dann... Genau, über Reifenberg dann nach da oben. Das sollte, denke ich, alles irgendwie... Naja, das passt schon. Ja, das passt schon irgendwie. So, haben wir dann? Haben wir dann? Nee, haben wir nicht. Jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht? Denken wir, gut, nicht? Okay. Nö, da gibt's halt noch einen Schluck Kaffee nebenher. So, dann fahren wir da einmal ran zum neuen Schloss. Aber vielleicht am besten ein bisschen hier halten, weil wir müssen mit den 15 Meter Karren auch nochmal hier wieder rauskommen. Sonst bleiben wir da hinten mit der letzten Achse am Bordstein hängen. Das muss auch nicht sein. So, lässt uns raus. Klar, natürlich. Hat er fein gemacht. Lässt uns raus. Super. So, das wäre so eine Situation gewesen, da hätte ich gerne meine letzte Achse gesperrt, also die nachlenkende Achse, dass sie nicht mitlenkt, da wäre ein bisschen besser rausgekommen. Aber gut, meistens hilft die einem auch, gerade im Kurven oder sowas. Nächste Haltestelle, Fachhochschule. Boah, ist der Berufsverkehr des Todes hier. Heftig, heftig.
Gut, aber macht das Ganze eigentlich auch ganz interessant, muss ich sagen. Wenn ein bisschen mehr los ist, gerade morgens und Verspätung und so. Oh, ja, schön. Gerade diese Schülerkurse, das gefällt mir eigentlich extrem gut, dass du so ganz kurze Schülerfahrten hast, die dann vermute ich aber mal eher nicht von den Verkehrsbetrieben selber gefahren würden, sondern eben von Subunternehmern oder sowas. Es wäre jetzt so eine typische Subunternehmerfahrt. Depot, eine Linie, wieder zurück. Das macht man nicht selber, dafür schafft man den extra Bus und einen extra Fahrer an. Oder es ist halt der, der sonst den ganzen Tag die Büroarbeit macht, der fährt dann mal eine kurze Runde. Finde ich echt cool, weil so wird zwischendrin direkt auf den Betriebshof, wieder zum Betriebshof. Ist ganz cool gemacht bei den Schulumläufen. Ich weiß gar nicht, fahren die auch mittags? Keine Ahnung. Fahren die überhaupt mal? Du bist mal ein Dreckestar. Weißt du, er blockiert jetzt die ganzen auf der linken Spur, weil er hier gerne rein möchte. Wisst ihr was? Nö. Er kann sich gerne hinten einstellen, wie alle anderen auch. Er fährt hier vor und will hier... Nee. Und es dürfen die Links nämlich nicht fahren. Nö, ist mir jetzt egal. Ich fahre jetzt. Puh. Nö, das seh ich nicht ein. Nee, Ganz gewiss nicht, ganz gewiss nicht. So, hier ist Parkstreifen eigentlich Ende. Die parken trotzdem oder seid ihr fahrende Autos? Da war Parkstreifen Ende, das wisst ihr schon. Oh ja, gut. Hier kommen wir jetzt auch nicht wirklich vorwärts, aber... Das macht es echt interessant, hier durchzufahren, wenn das so ein bisschen... Also kontrolliertes Verkehrschaos ist. Normalerweise ist ein Omsi ja unkontrolliertes Verkehrschaos, wenn mal welches ist. Macht dann keinen Spaß, aber so, es löst sich ja auch auf. Das ist ja die Hauptsache dabei. Ihr könnt ja schon mal raus, wenn ihr wollt. Genau. Da haben wir das schon mal erledigt. Könnten die da eventuell ran wollen, auch nochmal ran. Also rechts geht's zum Nordbahnhof. Das verliert sich wieder auf die andere Spur. Ist ja der Dreck. Ist aber keiner mit von euch. Ach doch, die wollen mit. Dann beeil dich mal ein bisschen hier. Und gleich mal wieder weiter hier. Die Ampelphase, die kriegen wir noch. Die kriegen wir noch. Euer Ernst. Ja, dann halt nicht. Hallo. Nicht immer drücken. Siehst du, es geht nämlich nicht schneller. So, das schaffen wir es aber noch. Schaffen wir noch locker, gell? Naja gut, locker ist relativ. Ah, die Ampelphase ist ja... Weißt du, wenn die immer drücken müssen morgens, die Schüler, ist ja schlimm. Hauptsächlich will einen Sitzplatz haben. Wo noch? Ja, wahrscheinlich ein paar Sitzplätze da sind. Ja. Sind noch ein paar da. Genau, zwar nämlich den Linienweg der 25. Ich weiß noch, hier ist nämlich früher auch die Linie, die in der Freeware-Rheinhausen-Version nach Oberfeld gefahren ist. Die ist immer hier lang gefahren. Also die hat kein extra Linienweg gehabt. Du darfst gerne fahren da vorne. Die hat keinen extra Linienabschnitt gehabt, sondern die ist hier den Standardlinienweg gefahren. Du kannst auch gerne hier rein. Guten Morgen. So. Dann ist sie eben auch hier lang gefahren, wo es eben direkt nach Oberfeld hochgeht, über die andere Linie. Oh, Reifenberg war das genau. Reifenberg hier oben. Jo, jetzt schauen wir mal. Aber auch cool geworden hier. Mir gefällt das eigentlich. Schön, schön, schön. So, Magdeburger Ring. Und dann geht's bei Kinzauer Straße hier langsam hoch. Nächste Haltestelle, Bad Kinzauer Straße. Genau. So. Auch mit neuem Bussteig. Schön, schön, schön. So, ihr dürft gerne mal einsteigen, bitte. Hallöchen. Hallo. Guten Morgen. So, oh, ist sogar grün gleich. Ist ein Highlight. So, genau, da einmal rechts. Geht's in Richtung Oberfeld. Jetzt noch über die nächsten paar Stationen eben. Beim Technoseum müssen wir schauen, dass wir richtig abbiegen. Nicht, dass wir da einmal was verpassen. So, Tag, Kollege. Ich weiß gar nicht, was Basis Schulbus oder was anderes. Ich habe das gar nicht gesehen. Aber werden wir herausfinden oder auch nicht. Nächste Haltestelle, Bauernfeldstraße. Genau, das wäre einmal. Hier, ach, möchte jemand raus? Wird ein bisschen eng. Sehr gute Frage ist, der Ausstieg ist nur an der zweiten Tür möglich. Das ist denen recht egal, glaube ich. An der dritten habt ihr halt ein Problem. Kann ich auch nichts machen. So, genau, in der letzten Tür habe ich mal eine Innenschwenktür gelassen, weil... Geht schneller und so, weil die ist eh ein bisschen verzögert, weil man die nicht selber zudrückt. Deswegen habe ich der mal... Habe ich die mal bei Innenschwenk belassen. So. Jetzt stehen wir halt hier. Genau, wie gesagt, halt die Linie nach Reifenberg. Ich glaube, sie hieß die Linie auch früher, die ging immer, also offiziell bis nach Reifenberg laut Matrix oder sowas. So ganz langsam dämmert es mir wieder. So, müssen wir denn Spur wechseln? Ja, müssen wir.
Boah, der arme Bus aber. Muss auch echt gut drauf treten, weil ansonsten kommst du ja echt nicht vorwärts. Und auch kommst du wesentlich zu spät, gerade im Schülerverkehr jetzt hier. Nächste Haltestelle, Esterlotzi-Schule. Aber so im Vergleich zu den anderen Fahrten, die wir bisher hatten, geht das mit der halben Minute jetzt gerade noch voll klar. So, da ist dann die nächste Schule, wo wahrscheinlich ein paar Leute los werden. Ah, Busspur. Oh, ein Dreckes ist das. Wer parkt denn da auch? Geht da mal gar nicht. So, Achtung, ich bin im Busch. Ich darf das. Habe ich irgendeine eigene Ampelphase oder muss ich mich rausdrücken? Ja, wahrscheinlich Letzteres. Ja, ihr dürft doch gerne hier einsteigen. Guten Tag. Morgen. Geht die Zeit so schnell auf? Bist du immer gleich zur zweiten laufen? Ich sollte erstmal die erste aufdrücken und dann laufen sie vielleicht gar nicht erstmal nach hinten. So. Ah, wir haben sogar eine Busspur. Cool. Genau, also hier wäre jetzt Reifenberg und jetzt müssen wir schauen, dass wir noch einmal weiterfahren. Das Bismarck-Zentrum da vorne, glaube ich. Und dann geht's oben nach Oberfeld, genau. Die paar Stationchen da noch. So, wieder mal grün. Was sind wir denn da? Um 54. Okay. Ist aber dann keine klassische Uhrzeit mehr für die erste Schulstunde, oder? Es ist dann eher so zweite Schulstunde mäßig. Ja. Und dann extra Schulbus brauchst du eigentlich auch selten. So, Reifenberg wäre ich hier. Müssen wir denn da auch rein oder müssen wir... Haben wir eine extra Station? Nächste Haltestelle, Reifenberg. Ich glaube, da ist nur der Terminus, genau. Fahren ja einmal hier dran vorbei. Reifenberg-Bismarck-Zentrum sieht richtig... Ja, genau, Leute kommen ran. Das, ich korrektiere. So, ein Ömchen steigt ein in den Schulbus. Ja gut, interessant ist ja, in der Readme steht drin, dass der Ausstieg hier nur, also der Einstieg nur mit gültigem Schülerausweis möglich ist, aber ja... Lässt sich halt in Omsi schwer umsetzen, dass noch Kinder einsteigen, deswegen ich halt nur mal einfach so. So, jetzt geht's einmal zum Technoseum. Und dann müssen wir schauen, dass wir vorne dann rechts auf die... Vorne rechts dann auf die Autobahn das kleine Stückchen kommen. Glaube ich, war das der Autobahn? Ich glaube, mich zu erinnern, ja. Grün. 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 Nicht grün. Schade. Da gibt's eine Haltestellenbremse für euch. Dann gibt es ein Haltestellenbremschen. So, genau. Reifenberg. Ist nicht mehr weit. Ist ja super. Da geht's endlich weiter. Aber jetzt fahren wir aber mal den hier Strang lang. Da haben wir schon recht viel gesehen. Da muss ich nochmal schauen, was wir denn am... Ich glaube, wir werden einfach im Livestream am Samstag... Samstag ist Livestream, die, zum Vormerken schon mal. Samstag im Livestream vielleicht nochmal reinhausen fahren und dann würde ich sagen... War es das vorerst das erstmal? Weil haben wir recht viel gesehen. Fahren wir dort wahrscheinlich eine Nachtlinie oder sowas und dann haben wir eigentlich recht gut was gesehen. Genau, und dann passt das hoffentlich auch. Nächste Haltestelle, Tiroler Straße. Ah, wir müssen direkt zur Tiroler Straße, gar nicht Technoseum. Das heißt, wir müssen eigentlich dann hier doch rein, oder? Sind doch auch letztes Mal rein. Oder war das woanders? Nee, Tatsache, hier 45. Gut, dann dürfen wir da einmal abbiegen. Heißt, für den Schülerkurs musst du echt wissen, wo du lang musst. Ansonsten bist du aufgeschmissen. Fahren wir gar nicht über das Technoseum, sondern einfach davor Richtung Oberfeld zur Tiroler Straße. So, jetzt gucken wir mal. Ach stimmt, der ist ja hier nicht bei... Nicht wie der NÜ bei 95, sondern bei 85, glaube ich, abgeriegelt, gell? Ja, genau. Schade, aber reicht ja eigentlich auch. Schneller dürfen wir ja eh nicht, von dem her ist ja kein Problem. Ich habe echt schon gequält an. Gut, das sind auch Geschwindigkeiten, die so ein normaler Stadtbus eigentlich eher selten vollführt. Und ich habe jetzt rausgefunden, wir hätten eigentlich auch den Ü fahren können, den 12 Meter, aber gut. Sind wir wieder 15 Meter gefahren, passt uns gut hier zum Schülerverkehr und dann können wir ja auch gleich hier einmal. Passt ja alles und so, oder? Da vorne dürfen wir, glaube ich, gleich wieder raus. Genau. Autobahn schon Ende, dann wären wir um 53 an der Tiroler Straße. Ja, fast vielleicht sogar. Und dann an der Gesamtschule terminieren, weil dann, ich weiß gar nicht mal, wo die genau waren, Oberfeld. Aber schauen wir mal. Ob dann da irgendwas im Termin ist. Ach stimmt, hier, das ist ja cool mit dem, mit der Ausfahrt, die so smooth funktioniert. Das wollte ich mir mit Dieter mal anschauen, wie das funktioniert. Ich habe ja schon gemutmaßt, wie das funktioniert, aber das wollte ich mir nochmal angucken, ob das so ist, wie ich mir das gedacht habe. Ich fahre nicht scheiße. Also das ist eine Geschwindigkeit, die kann man durchaus hier in dieser Kurve fahren. Leute, stell dich mal nicht so an hier. Du kannst auch gerne ein bisschen zügiger fahren. Ja, so nö. Ich bremse schon beide vor der Kreuzung, weil ich es kann. So, 53 wollten wir da sein. Ja, dann passt das vielleicht sogar.
So, da wäre... Weiß ich nicht frei. Nee, wäre nicht frei. Doch, der biegt nicht ab. Man sieht hier recht wenig. Nach dem zweiten, gell? Ja, genau. Nach dem roten. Ah, Mist. Jetzt fahre ich einfach mal. Geht leider nicht anders. Muss mich leider rausdrücken. Tut mir leid. Man sieht aber auch so schlecht, gell? Aber gut, das ist halt so. Lässt uns kurz der Kopf so ein bisschen aus dem Fenster strecken, aber hier ist es halt... Ist halt schwierig so, wenn wir da vorne nochmal geradeaus. Da geht es, glaube ich, auch gar nicht weiter, genau. Ah, hier ist in der Autobahnauffahrt. In die Gegenrichtung wahrscheinlich. Ja, in die Gegenrichtung, denke ich. So, Tiroler Straße, genau. Schön, schön, schön. Sind wir auch gleich im Oberfeld drin. Dann haben wir sogar bei der Fahrt auf Rheinhausen pünktlich geschafft. Also ohne Verspätung, das ist... Cool. Weil ich bin nochmal, gestern war das, glaube ich, bin ich nochmal die 31 gefahren. Also so, einfach so. Und ich bin, habe echt versucht, sehr zügig zu fahren. Bin mit einem, das bin ich denn gefahren? Genau, mit dem NÜ bin ich, also mit dem A20 bin ich, ach Leute. Und fahr auch vor zur Kreuzung. Ich möchte gerne nochmal anhalten. So ein Dreck ist. Wenn ich wegen dem jetzt hier meine... dem ist meine Ampelphase verpasst. Idiot. Hey, yo. Morgen. Warte mal, da fällt mir ein. Ich hab da wegen den Autobahnschildern noch was... weswegen ich diese A-Klasse dort vorne nicht mitgenommen habe. Aufgrund der Autobahnschilder. So, geht da mal zu da hinten. Jetzt zu, gell? Ja, jetzt ist aber auch rot. Heißt, jetzt kann ich wieder A-Klassen mitnehmen. Ist doch schön, oder? Deshalb bloß wegen diesem blöden Autobahnschild. Das habt ihr alle, denke ich, schon gelesen. Auf dem Linienweg der 31, da kann man das, ja, da ist die Boundary-Box etwas sehr fehlerhaft. Mhm. Aber jetzt, warte mal, jetzt muss ich echt theoretisch noch mal ein Auto ran, damit das auch, damit wir quitt sind. Mach ich das mal? Nee, komm, ich mach das nicht, oder? Nein, mach ich nicht. Eigentlich müsste ich das jetzt schon machen, weil das ist ja unfair. Ich habe den ja eigentlich mitgenommen, deswegen. Aber hey. Das können wir gegen Ende noch machen. Und ich lasse es einfach bleiben. Kommt den da vorne, dem... Wobei, wenn ich dem jetzt drauf war, dann habe ich ein Problem. Da kommen nämlich nicht dran vorbei. Was ist auch eine A-Klasse? Komm. Die hat's verdient. Warum funktioniert das nicht? Muss ich jetzt Omni neu starten, oder was? Ach, Manno. Ach, Manno. Ist aber echt ungünstig, dass das mit den Kollisionen hier so ist. Also, dass man einfach hier Dingenskirchen und so. Wegen Autobahnschilder und so. Ich mache das echt ungern. Ich sträub mich immer innerlich so unglaublich dagegen, den Taster da in den Optionen da anzurühren, weil das irgendwie echt langweilig ist. Was bist du da vorne eigentlich? Zu schnell auf jeden Fall. Auf jeden Fall zu schnell. So. Dann sind wir endlich da. So, du fährst mal ein bisschen hier, dann komme ich da einmal rum. War wieder viel zu spät. Das kenne ich auch vom letzten Mal, dass wir zu spät sind hier. So, also vom Einlenken her. Jetzt sehe ich auch, was du da vorne bist. Wahrscheinlich die reguläre, ja, die 45. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir sind da. Wenden müssen wir zwar nur, wenn wir wieder zurück wollten, was wir ja nicht wollen. Und deswegen würde ich sagen, war es das für heute. Macht's gut. Vielleicht habe ich in der nächsten Aufnahme extra mal eine A-Klasse oder so, die es verdient hat. Ich weiß es nicht, ich muss das nachholen, das geht so nicht. Weil es ist so nicht korrekt. Das kann man so nicht anbieten. Die warten deswegen. Nee, tun sie nicht. Also, macht's gut, tschüssi.